Yo Leute, zurück und ja, ne? Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben, weil ich einfach noch Bock habe weiterzuspielen und deswegen geht's jetzt auch direkt weiter. Oh! Wir können da rüber. Was? Noch mehr? Ist das schon repariert? Ach komm, die Lämpchen braucht ihr auch noch. Können sie im Dunkeln nichts sehen. Seht ihr das? Sieht aus wie Eis. Ich sehe wieder Gegner. Okay, okay. What the fuck? Aber hier sieht man, dass mein Konzept vom Gegner zerschmettern aufgeht. Das war sehr, sehr gut. Ah, ich hätte auch das hier runterfallen lassen können. Was soll's. Kommt mir nicht mit, die können hier nicht vorbei wegen der Trümmer. Das wäre so richtig ekelhaft. Immer schön das Geld einsammeln. Neue Erweiterung, verfügbar zum Kauf. Geil. Find anything? Dead end. In more ways than one. Looks like they got hit digging a new roadway. So we're stuck here? Darius, the excavator still appears to be functioning. So, Moment. Ich habe mal noch was zum Abspielen. Ich mache das einfach, damit hier dieser Erfolg oder was das ist, erfüllt wird. Und jetzt, Moment. Ach so, das symbolisiert nur, dass ich das hier machen kann. Ich möchte gerne haben das da. Ah, Moment, nein, nein, nein. Erst gucken, was war denn neu? Verringert die Genauigkeit des Gegners. Das brauche ich nicht, das auch nicht. Das ist ein. Ach so, ich kann nach oben gehen. Ah. Geil, Alter. Aber hier ist ja alles mit dem roten Schloss davor. Dann mache ich erstmal das. Ich frage mich gerade jetzt nur, ob, wenn ich hier dran will. Du hast noch nicht vom Spiel. Okay, das scheint sich nach dem Spielfortschritt zu richten. Was ich übrigens sehr gut finde. Fände ich scheiße, wenn man erst den ersten. Oh yeah! Den ersten Kreis voll machen müsste. Shotgun, weg mit dir. Und jetzt ran hier. Und jetzt? Was passiert? Cutscene. Aber es sind auch. Alter, wie schnell. Es sind aber auch immer nur diese Zwischen-Cutscenes, wo dann hier. Wo dann so kleine Übergänge gemacht werden. Abflug. Noch mehr, ist klar. Könnt mich mal. Tschüss. Kann sein, dass ich gleich tot bin. Ich glaube, es hatte einen Grund, dass wir diesen Plasma-Werfer bekommen haben. Ach, das ist so ein dicker. Oh, oh. Aber wie soll ich denn hier auch... Ah, Moment. Verdammt.
Okay, okay, okay. Nein! Warum macht ihr das nicht? So. Super. Das hat's gebracht gerade. Ah, jetzt habe ich gerade diese Druckwelle da gemacht, dieses Schutzschild. Aber das hat's auch nicht wirklich. Richtig hässlich. Alter, wie soll das denn gehen? Oh Gott. Checkpoint laden. Bitte nicht so weit hinten. Wie krass ist das denn bitte? Alter, erstmal holen wir uns die Plasmakanone. Die ist ja wohl... Also, ohne die können wir ja wohl direkt alles vergessen. Here goes nothing. Die könnten wir ja jetzt eigentlich theoretisch überspringen. Danke. Und tschüss. Der erste Kackverein hier. Bam, Junge. Und wieder. Ich guck gerade, hier sind die Dicken. Easton, Abflug. Also ich sag's euch, das ist... Setz das Reparierungswerkzeug Dingensbumsens ein, um Deckung zu machen. Bist du lustig? Ich sehe schon, das ist so eine Stelle, an der hänge ich erstmal 3 Jahre. Aber diese Deckung scheint recht gut zu halten. Aber die dürfen wohl auch nicht zu nahe kommen. Erstmal kurz reparieren. Und dann... Schockwelle. Macht er nicht. Scheiße. Hat er die jetzt etwa nicht gelernt? Das wäre jetzt natürlich extrem scheiße. Aber... Bam, Junge. Als er auf mich zurennt, habe ich ihn mitgenommen. Weg. Irgendwie mache ich mir auch gerade ziemlich gut Selbstschaden. Das ist... nicht positiv. Abflug, Dickerchen. Ey, der hält aber auch gut was aus, kann er sein. Ich werde jetzt mal ein bisschen... Oh nein, ich glaube, ich habe den grünen gerade. Was? Verpisst euch. Heil mich doch. Was ist los mit dir? Was ist denn? Yo, genau. Wahrscheinlich, oder? Scheiße. Ja, also den Part werden wir wohl auf diesem Ding verbringen. Aber warum geht denn das nicht mal ab, das Teil? Warum fährt das nicht mal schneller? Ist doch scheiße. Jetzt hole ich mir erstmal die Schockwelle. Nee, ich hole mir jetzt Gesundheit, wenn ich noch ein Gesundheitsupgrade kaufen kann. So, erstmal hier kommen. Jetzt mal hier den Schrott noch holen. Das ist ja kacke, wie viel liegen bleibt, wenn das ab dem Checkpoint erst weitergeht. Dass das nicht eingesammelt bleibt. Kann ich jetzt nicht hier noch ein Gesundheitsupgrade kaufen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Hm, das ist auch nicht schlecht. Die Schockwelle ist auch gut. Aber schnelles Nachladen ist vielleicht noch besser, weil, ich meine, wenn so viele Gegner tatsächlich da kommen, ist das schon ekelhaft. Ja, ja. Wie sie es mir jetzt immer zeigen, ey. Kurz nochmal die Muni voll gemacht. Ab geht er. Jetzt schaffen wir es. Ich hab's einfach im Gefühl, dass wir es jetzt wieder nicht schaffen. This may take a while. Watch out! They're coming after you! You think I don't see that? Okay. Das funktioniert bis jetzt eigentlich schon mal ganz nett. Auch wenn das hier jetzt nicht so wirklich will. Jetzt ging's. Was? Oh, ich vergesse immer, dass der eine ja... Ah, okay.
Aber ich kann sie zurückwerfen. Das ist natürlich dahingehend schon mal sehr gut, dass ich sagen kann, ich pack den und schleudere den erstmal ganz nach hinten. Dann braucht der natürlich einen Ticken. Jedenfalls kann man sich das einbilden. Bis dann der Gegner bei uns ist. Okay, ich glaube, so kommen wir nicht wirklich voran. Plasma. Manchmal muss man auch einfach radikal vorgehen. Und jetzt nehme ich wieder den Magneten. Wie kommt er dahin, bitte? Verpiss dich. Stinkst, Alter. Ich brauche mehr Leben. Ey, wie kann das sein? Dass der auf einmal hier drin glitscht. Das ist kacke. Muss ich echt sagen. Und ich bin wieder down. Richtig fett. Ey, das kann doch nicht sein, dass diese Viecher an dem Fahrzeug sich dranhängen, obwohl sie da gar nicht dran dürften. Ich hol mir die Schockwelle, ist doch scheiße. Kotzt mich gerade richtig an. Oder nee, ich mach das anders. Ich hol mir wieder schnelles Nachladen. Reicht schon, dass ich mir das wieder kaufen muss. Das kotzt mir auch an. Komm her. Öh, ja, Plasmagewehr. Och, kenne ich ja noch gar nicht. So. Ich mach das jetzt anders. Munition. Mir nochmal die Sachen hier. Spiel speichern. Bringt wahrscheinlich eh nichts, weil das... Mal ernsthaft, ich habe ja... Eigentlich habe ich nichts gegen Checkpoint-Speicherung. Erstens, wenn die Checkpoints gut gemacht sind, kann man damit gut leben. Aber womit ich nicht leben kann, ist, wenn Checkpoints so unnötig gemacht sind wie hier gerade und vor allem, wenn es auch noch darauf hinausläuft, dass man ein Speichersystem hat, das nicht mal wirklich zu gebrauchen ist. Im Endeffekt sieht es doch so aus, dass wenn man speichert, kommt man auch nur am Checkpoint rein. Also hätte man es auch weglassen können. Das ist totaler Schwachsinn. Und jetzt komm du her. Da war doch gerade einer. So. Jetzt kümmere ich mich direkt hier um die. Und dann kriegt ihr auch noch was. Nachladen, bitte. Feuern. Es kotzt mich ein bisschen an, dass dieses Teil sich immer wieder... Jetzt will er die Muni nicht einsacken. Richtig fett, das Spiel. Kotzt mich gerade richtig an. So. Hier, tschüss, ab dafür. Und hier auch, komm, weg. Ab. Das wird auch nicht weniger, kann das sein? Ich frag mich echt, wie man das schaffen soll. Geil. Und er will die Munition einfach nicht aufnehmen. Finde ich richtig fett. Du kannst dich mal verpissen, du Scheißvieh. So, kann man das Ding hier nicht beschleunigen? Ab dafür. Nicht wieder hier. Ich will das jetzt noch packen und wenn der Part 20 Minuten geht. Weg. Ist wieder keine Muni. Das kotzt auch an, dass man dann immer wieder rauskommen muss. Mach mal hier die Deckung wieder. So, und nachladen. Okay. Der wehrt das ab, oder wie? Kann doch nicht sein. Oh ja, da kommen noch mehr. Richtig fett. Jetzt kommen wieder diese großen, ekelhaften, Alter. Lad auf! So. Schild. Moment, warten. Ja, genau, er kommt angerannt. Was hast du denn geraucht? Abflug. Oh, geht doch. Und wenn man es genau nimmt, haben wir es unter 15 Minuten laut meiner Uhr geschafft. Okay, dann mache ich jetzt direkt einen Cut, melde mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein.
Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.